Steine übers Wasser springen lassen oder die Kälte des Flusswassers spüren. Erfahrungen in der Natur sprechen uns auf sehr emotionale Weise an. Naturbeobachtungen stehen damit an erster Stelle. Und wenn sich dem Naturfotografen dann der Flussregenpfeifer so fotogen zeigt wie hier an der Lippe, dann fühlt sich das Erleben am Fluss umso besser an. Ja, weil es hier einfach besonders in den frühen Morgenstunden schön ist und hier Tiere beobachten kann, die ich in anderen Bereichen der begradigten Lippe nicht finden kann. Sportliche Betätigung und Naturerleben. Zwei Gründe für Mitglieder von Wassersportvereinen, immer wieder auf der Lippe zu fahren. Das Spannende ist, dass man eigentlich immer wieder Natur sieht, also immer wieder Vögel, ganz viel Grün. Ja, wenn die Sonne scheint, ist es sowieso ganz toll. Ja, es ist einfach ein schönes Freizeiterlebnis. Im Fluss stehen und fliegen fischen. Kenner behaupten, dies sei die kunstvollste Art, um auf Fischfang zu gehen. Also ich glaube, näher mit der Natur kann man, glaube ich, nicht verbunden sein, als wie jetzt hier in so einem Fluss zu stehen, wo es auch noch schöne Fische gibt, die man fangen kann und ja, die Natur einfach genießen. Pflanzen und Tiere am Fluss. Stille Beobachtungen und individuelle Erkundungen, ohne die Natur zu stören. Einfach mal einen Stein hochnehmen und entdecken. Sind das Larven oder was? Echt Hammer. Ich guck noch mal weiter, die sind da bestimmt noch mehr davon. Oh, Alter, überall. Auf den Spuren von Wasservögeln. Unterstände laden entlang der renaturierten Lippe zum Beobachten ein. Am Fluss und in den Auen halten sich viele Entenarten, Wartvögel und Gänse auf. Mit etwas Glück stochert auch der seltene Schwarzstorch dort nach Nahrung. Und während der Brutzeit können Weißstörche auf ihrem Nest beobachtet werden. Wildrinder und Wildpferde erleben. Regelmäßig werden unter sachkundiger Führung auch Exkursionen innerhalb der Schutzgebiete wie der Hellinghauser Märsch angeboten. Die Gelegenheit, die neue Lippe hautnah zu erleben und dabei mehr über die natürliche Entwicklung von Auen durch Wildrinder und Wildpferde zu erfahren, nutzen viele Besucher. Nicht ohne Stolz vergleichen die Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz ihre Wildpferde mit Abbildern aus einer längst vergangenen Zeit. Das ist genauso wie auf diesen eiszeitlichen Höhlenzeichnungen, das Tier. Ne? Und so sahen die früher aus, die hier auch in Mitteleuropa rumgerannt sind. Die Wiederbelebung einer alten Naturlandschaft ist der Plan. Was für Tiere, Pflanzen und Lebensräume gut ist, gibt auch uns die Chance, Natur neu zu erleben.